Ich bin gerade Batman. Mein Silhouette wird an eine Mauer geschmissen. Flavia, Rächerin der Armen und Schwachen, wird euch alle beschützen. Ich wollte es nur gesagt haben. Oh, Baby, when you talk like that. Oh mein Gott, merk's nicht. Ich habe neulich ein Lied gehört. Hey, y'all, let me see your body move. Los, fahren wir jetzt bitte. Bleibt ihr denn? Wer? Wirklich jetzt? Ey, ernsthaft. Wo? Hast du unsere Musikanlage mitbekommen? Boah. Ja, die ganze Zeit. Ich hab mit euch geredet. Ich hab gehört, wie ihr gesungen habt. Was zur Hölle stimmt denn nicht mit euch? Ihr habt so schön gesungen. Ist nicht passiert. Oh Mann, in der Sekunde, wo ich vom Chat so und dann... Klar, bester Autofahrer in ganz Los Santos. Wow, habt ihr den Skill gesehen? Holy moly! Das ist, weil ich fahren kann, wie ein junger Gott, Göttin. Ihr wisst, was ich meine. Yeah! Ich bin losgefahren, wir haben gequatscht und allem drum und dran und haben uns schon aufs Essen gefreut und dann habe ich immer so ein bisschen nachgehangen. Und auf einmal sagt sie, ja, Sie hat einen Freund. Sie hat einen Verlobten und drei Kinder. Was? Ich hab gesagt, drei Kinder? Was? Oh, ist Officer Fifi da? Herr Kurz? Nein, der ist auch nicht da. Ja, super, hat sie durchgesetzt, hä? Liebe Helga, deine Schuhe sind so schön wie von dem Platz. Dein Bauch wird doch so dick, dass er platzt. Deine Brüste hängen ganz schön herunter, aber dein Akzent, der macht mich munter. Dein Frisur sieht so aus, als hätte man dich gesprengt. Aber vielleicht ist das nur die neue Marke von Drei Wettertaff. Verpennt. Nee, Piet, graue nee. Haare. Frau, Fräulein Fleur? Ich, der Herr Geier hat gerade... Every night in my dreams. Immer noch witzig. Ja, immer noch witzig. Summer! Hi, na? Ihr könnt weiter. Let's go. Moment. Was denn? Was war das? Nick. Wir haben uns den Sonnenuntergang angeguckt. Wenn ich mich nicht täusche, war da irgendwas mit Flavi oder Flavia oder sowas? Flavia. Ach, die Deluz, die nie was gemacht hat, stimmt. Ja, Hauptsache, sie können sich Deluz merken, aber ich nicht Flavia. Nicht. Hier unten sitzt was. Muss ich eigentlich ein Foto von machen. Ich bin halt so ein Toastbrot. Oh, ich bin halt so dämlich. Vergiss das. Oh, ich bin so dämlich. Ja gut, ein Bild vom Greenscreen in die Kamera halten war jetzt vielleicht nicht das Klügste, was ich je gemacht habe. Aber zumindest war es kurz witzig. Wie ich das nenne, spontane IQ-Antarktis? Impossible as it may seem. Nein, nicht Siri! Hey Siri? Was? Was ist 0 geteilt durch 0? Nee, nicht die Zahl 0. Hey Siri! Hey Siri! Hey Siri! Siri! Boah, Siri du Bitch! Ach, auf Siri du Bitch hörst du. Gehst du runter vom Tisch? Und bleibst unten? Oder du gehst raus aus dem Zimmer. Katze auf dem Tisch in 5, 4, 3, 2, 1. So, er geht raus. Ich weiß nicht, wo er ist jetzt genau, weil wir ein Problem haben. Das alles wieder gummibändert. Mhm. Und vielleicht die Kugel, die Vorhersehenskugelsdings.
Da! Oh mein Gott! Ja, so, also wir machen heute kein GTA. Schlo ist schuld. Da! Oh mein Gott! Ich saß sogar im State Prison 300 Monate, weil ich kein Geständnis gemacht habe. Ob du mich siehst! Ich sehe dich! Aber darum geht es nicht. Okay, jetzt heißt es für mich nur, dass ich hier irgendwie wieder runter muss. Und wir üben das an der Treppe. Die hat funktioniert. Oh Gott. Hier oben ist nichts zu sehen. Die Treppe nennt sich Leiter. Summer. Au! Scheiße! Au! Ist direkt unter dem Overwatch im Gebüsch, komm. Check. Vielleicht jetzt. So, rauskommen, Hände hoch. Rauskommen. Direkt unter dem Overwatch, komm. Wo ist denn der Overwatch? Hier! Rauskommen. Die Person weiter nicht richtig. Letzte Sichtung war Straße. Ey, komm, scheiß drauf, aber fahr's. Scheiße, er sagte direkt unterm Overwatch. Herr Elschlofto. Du hast ein 3000 IQ mit mir gemacht, ne? Du hast mir gesagt, der ist da, obwohl du wusstest, der ist da gar nicht. Was? Das würde ich nie machen, Herr Elschlofto. Doch, du hast ein 3000 IQ mit mir gemacht. Von wo kommst du jetzt? Von vorne oder von hinten? Da, wo es dir am liebsten ist, Baby. Solltest du hier auftauchen, taser ich dich so oft, dass deine Eier durchgehend kribbeln die nächsten 2 Wochen. Das findest du witzig, ne? Kann ich nicht kommen? So verstanden. Wie kann man so sein? Das ist Luis. Oh Gott, was ist das für eine Frau? Das ist nicht Luis. Was für eine Frau? Hey Schnucki, was bist du denn für eine? Luis. Ach, du ich sehe gar nichts. Teufel. Was ist das denn? Hä? Von wem redet ihr denn überhaupt? Oh mein Gott. What? Ach, du Scheiße. Eine Abrissbirne. Du hast sie gerade nicht wirklich Abrissbirne genannt. Es ist unhöflich. Das ist aber auch ein Schnuckelchen. Ja, Entschuldigung. Hey, au! Hola, die Frau, soll ich dir die Treppe hochhelfen? Die ist ja nicht so gesprächig, ne? Sie ist vielleicht schüchtern, meine Damen, geht es Ihnen gut? Bist du schüchtern? Oh, Entschuldigung, ich habe mich am Stückchen Bratwurst verschluckt. Raymond, ich habe von einem Hals gegessen. Komm zu Mama! Ray, komm zu Mama! Gehen Sie weg von mir. So kannst du doch nicht mit deiner eigenen Mutter sprechen, Ray, ich bitte dich. Ray, mein Schatz, nimm deine Mama in den Arm. Ich flieg nach Tanoa, ich hab die Schnauze voll, tschüss. Ha, er war schon immer so. Weißt du, als er 12 Jahre alt war, da hab ich ihn in seinem Zimmer erwischt beim Masturbieren. Er hat 2 Wochen nicht mit mir geredet. Er nimmt Sans also deine Mama, ja? Jawohl, Ronny! Team Junge! Jimmy! Jawohl! Ach du Scheiße! Nicht aufgeben! Zieh durch! Zieh weiter. Durch! Ah, ladies and gentlemen, so. Ich hab mich grad. Let's get ready to rumble! Hey, du kannst doch nicht einfach anfangen! Du kannst doch. Was ist denn mit dir? Du kannst doch nicht einfach nur anfangen! Ich hab nur geschubst. Ich hab nur geschubst. Du hast eine Frau bewusstlos gekloppt, Alter. Alter,
das geht ja mal gar nicht. Er wenigstens gewinnen lassen können. Als du, Alter, hast du eine Frau bewusstlos das geschlagen. Geht gar nicht. Das geht gar nicht. So, wir haben rückwärts. Sehr gut. Kopfschmerzen? Nicht wirklich. Doch! Aber. Versuchst du mir wieder den Mund zu verbieten? Ich wieder, wir haben nicht mal ein Wort gewechselt. Du kennst mich. Ihr seht alle gleich aus. Aha. Da passiert das schon mal. Wir sehen alle gleich aus. Was ist denn das Problem? Ich weiß nicht, das wird sich jetzt gleich herausstellen oder nicht. Ich bin gespannt. Ich sehe, dass die mit Waffen rumlaufen, warum sollen wir dann ohne Waffen kommen? Also ich. Seh euch mit Waffen hier reinspazieren. Come as a bitch! Come as a fucking bitch! Nein! Scheiße, geht's ihm gut? Ich muss lachen, obwohl ich nicht lache. Ich glaube, ich war noch nie so gut. Herr Officer, wären Sie aber so freundlich? Bitte was? Die Türe zu öffnen, ist ohne Lichter nur einmal anklingeln. Das ist bestimmt überreicht. Das ist doch wunderbar. Und Michael, wie entstehen Babys? Durch Ficken. Oh Gott, jetzt muss ich wieder Leitern runterlaufen. Das kann ich doch so unfassbar gut. It was at this moment that he knew. He fucked up. Fuck you, China, number one, fuck you. Was ist denn hier los? Bruce Lee, halt mal jetzt die Klappe. Das ist gestern gewesen mit den Steinen. Ja, gestern. Ja, und sie haben einen Einreisestempel von heute auf ihrem Ausweis. Ach, leg mich mal. Fucker. I learned a way. Ey! Aber fuck America! Fuck America! Ich krieg meinen Taser nicht so schnell raus. Fuck! Fuck, fuck, fuck! Bleiben Sie stehen oder ich eröffne den Taserschuss! Aua. Sie sind aber auch ein Trottel. Stehen bleiben! Hände hinter den Kopf! Gute Neuigkeiten! Neben Belloni passt jetzt Barrieri auf sich auf und wir haben zusätzlich noch Leuchtfeuer. Das heißt, die Gefahr, dass Ihnen nochmal jemand übers Füßchen rollt, ist gebannt! Hawkrow. Die Leuchtfackeln sind weg. Goodman ist weg. Ich bin weg. Aber es gibt in diesem wirklich schlimmen Chaos gerade auch gute Nachrichten. Hyloni bleibt bei Ihnen. Hyloni passt auf Sie auf und bei Jeri auch. Und der Mediziner ist auch gerufen. Und Frau Bale passt zumindest um die Kurve rum auf Sie auf und steht noch bei. Herrn Bale, wir müssen leider zu einer Bombendrohung. Bring nicht. Oh, es ist doch ganz schön... Oh. Das ist doch ganz schön hoch. No! Ich weiß nicht, wie ich wieder runterkomme. Ich hab Angst. Du kletterst langsam an den Leiter an. Ganz langsam. Ganz langsam. Aber es ist rutschig. Ja, ganz langsam. Oh, mon Dieu. Das war ein doofes Idee. Ich dachte, oh, es wäre ein guter Ausguck. Langsam rankletterst. Oh. No, 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 no. Und Matsche. Scheiße. Warum hat sie das gemacht? Mutter Maria. Aber wir kommen mal wieder. Butters finde ich unberechenbar. Ja. Man weiß nicht, was er tut, man weiß nicht, was er wen schenkt, man weiß nicht, was er macht, was er jetzt als nächstes tut, ob er nochmal rückwärts geht. Bei Schloss ist immer schwierig. Butters. Bitte? Ich hatte gerade Ohrenschmerzen, was wollen Sie? Oh, ist mir das peinlich, ne? Hey, mein Fahrrad haben die kontrolliert, ob ich was in die Speichen geklemmt habe. Ja, sie sind auch schlauer als der Rest der Bande. Ihnen wird man sowas zutrauen. Na, das will ich jetzt so aber nicht sagen.
Meine Fresse. Sag Ja, alles klar, ich mal nicht weg, ne? Ich ruf an. Ich versuche das Ding so lange einmal ordentlich aufzustellen, damit ich dir zeige, wie das ein Mädchen macht. So. Ja, mein Kollege, Name ist Hammel. Ihr Leitstellen, der Computer brennt. Ja, schicken wir ein Dispatch. Haben Sie von den Saugfröschen gehört, die Penisse größer machen? Soll ich Ihnen so einen lieber mitbringen? Die haben rote Haare. Das haben Sie nicht gesagt. Oh. Das ist doch Fabel. Ihr kennt da Bildchen. Siehst du die Sterne? Die Geschichte von der Geisterfrau überhaupt? Kannst du mir einen runterholen? Nee, wieso? Wer war denn das? Die wurde von ihrem Mann hier die Kippe runtergeworfen. Warte mal. Was ist gerade? Ich hab nicht gehört. Was hat er gesagt? Schönen guten Tag zusammen. Können Sie bitte einmal von dem Shop wegtreten? Wieder was? Können Sie einmal bitte beide von dem Shop wegtreten? Wer sind Sie überhaupt? Und warum reden Sie so komisch? So, ich darf mich einmal kurz vorstellen. Mein Name ist Kozlowski. Ich bin die oberste Staatssekretärin. Ich möchte Ihnen bitte einmal ausdrücklich mitteilen, dass Sie sich an das neue Skript halten. Hier haben Sie einmal die neue Version. Sollten Sie sich dagegen weigern, muss ich Sie leider aus dem Staat verweisen. Einen schönen Tag. Gerade wo ich auf dem Weg war. Inwiefern? Der Mule weggefahren, gerade wo ich auf dem Weg war. Die Mule? Ja. Kommen die da hinten irgendwo entlang? Kommt doch gar nicht, oder doch? 385 für 70 kommen. Weggefahren. War das okay? Da war eine riesengroße Spinne. Tut mir wahnsinnig leid. Ich bin unfassbar. Ich hab sie weggehauen. Sie ist weg. Ich bin nur wahnsinnig schreckhaft, was Spinnen angeht. Das. Ei. Okay, es tut mir leid. Ich muss mal ganz kurz 2 Sekunden lang. Kollege, können Sie einmal Personalien aufnehmen und den LKW hier angucken? Ich muss mich kurz vor der Spinne. Ich hab da immer. Oh, wow. So. Du Arsch! Ich bin die Spinne. Ja, aber ich drücke in dem Moment und du machst sowas. Ich bin die Spinne. Oh Gott! Oh Gott, ich dachte, ich hab einen Taser aufgeholt. Oh Gott! Oh Gott! Frau Sauer! Ich hab einen Taser in der Hand gehabt. Oh Gott, Jemini. Oh Gott, Miguel. Problem ist so schlimm nicht gewesen. Das muss mich nicht erschießen. Das tut mir so wahnsinnig leid. Ich weiß, ich habe Fehler gemacht. Wir sind hier Höhe Highway auf Höhe Stadtgefängnis. Oh Gott. Aber doch nicht Kugelwunde. Ich dachte mal, Dispatch, da brauchen wir auf jeden Fall. Ja, das wird alles gut. Das wird alles gut. Durchhalten, das tut mir. Ich drück drauf. Ich drück ganz fest drauf. Ich drück ganz, ganz fest drauf. Muskel kann ich leider nicht. Der Taser hat irgendwie. Letzte Nacht um 3 Uhr, zwischen 3 und 6 Uhr. Um 6 Uhr haben wir die letzten Personen in State Prison gebracht. Ihre Polizisten haben perfekte Arbeit geleistet. Die haben 4 Geiselnehmer hochgenommen und 11 Geiseln befreit. Okay. Und die gehören den Don an. Zumindest werfen wir den Personen das vor, da sie den Herrn Don Hector. Den für die 83 kommen. Ja, und wenn du mich jetzt überfährst! Also, ich krieg auch am Heimwerkerbedarf. So, ist das korrekt? Wie komm. Kann man so. Ist sie jetzt ernsthaft bewusstlos, weil sie aus dem Auto gefallen ist? Nein, weil du über mich drüber gefahren bist! Okay, ich bin drüber standen. Gefahren. Natürlich bist du über mich drüber gefahren! Nicht, hielt hinter uns. Du bist sowas von über mich drüber gefahren! Also diesen. Ihr Kätzchen ist geflogen. Richtig, und sie wollte mir suchen, Elfin. Gypsy, vielen Dank für deinen Support. Ich würde mir ihre Muschi gerne angucken, aber ich muss leider mein Auto reparieren. Und wenn er sich heute Nacht verliebt, kommen wir nicht drum rum.
Wisst ihr, was schöne Zeit voll Unbekümmerheit. Ich um mein Freund wie du.